Auf den Schwanenweg. Krieger, Renngier, als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich, rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Die Raben fordern Netafall für Odin. Zerstört alles! Plündert und brandschatzt! Lasst alle, die Kirby treu sind, unseren kalten Stahl spüren! Sein. Sehr gut. Da kommen Schiffe! Grüße, Rabenclan! Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des weisen Königs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Ein jeder, der Kjötvis Herrschaft beenden will, ist mein Freund. Wir danken dir, König Harald. Dein Vertrauen wird sich auszahlen. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen, doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Mehr als ich es wäre. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet.
erhob seine Arme, um den Holzhammer zu umarmen. Die Gewalt des stürzenden Baumes trieb Fradi tief in die Schneebank. Doch ließ er nie los. Er hielt den wütenden Stamm wie eine Geliebte. Wie Hunde buddelten wir im Schnee, um ihn zu erreichen. Wir fanden Fradi in 3 Metern Tiefe, am Leben, doch mit Schmerzen. Den Baum noch immer auf den Schultern. Ja! Rege runter! Rege! Bist du bereit, deinem Schicksal zu begegnen, Eivor? Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulls scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Krieger Skalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Basim, Heitam. Diese Fehde ist nicht die eure. Und doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Sigurd Hurensohn, du schleichst um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir! Dieser Kampf gehört mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie mein Rabe sich an dir satt frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmal, um sich an mir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Heute hole ich die Ehre zurück, die er verlor. Ich rufe einen Holmgang aus! Wir gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfsmal. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Du fliehst! Ich brauche keine Waffe für dich. Du bist das Kind deines Vaters. Steh auf, Eivor. Odin. Was
verlangst du von mir? Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmal. Den Ruhm meines Todes. Alles hierfür. Dein feigen Vater und sein sinnloses Opfer. Sieh, den Preis unseres Krieges, Wolfsmal. Die Ernte dreier Generationen tot. All ihre Namen vergessen. Nichts davon hat Bedeutung. Nein. Mein Clan wird nicht vergessen werden. Ich kämpfte so hart, so verbissen, um zu leben, denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Rabenclan! Eure Leben sind verwirrt! Kommt her, wenn ihr müsst, in den Schmelztiegel eures Untergangs! Dein Vater ist tot, Gorm. Seine Schuld getilgt. Öffne die Tore und du wirst verschont. Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal. Bogenschützen zielen! Rab zeigt keine Gnade! Bogenschützen? Feuer! Voran! Zum Ruhm! Ich töte dich! Schneidet den Weg aus! Zum Ruhm. Über den Erinnerst Mauer. Du dich an Bragis Dorf? Ja. Los! Tor nieder! Berechenbar. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Der Feigling Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal. Eivor, der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besiegt. Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki.
Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Gudrun, übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen. Von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen. Bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Ich weiß, Sühnen. Ein andermal.